Hallo und herzlich willkommen zu Silent Hill 3. Heute ist der 12. September und wenn ihr das zu sehen bekommt, ist wahrscheinlich schon November. Ich muss mal eben hier irgendwas machen, damit der Vorspann nicht immer... Halt, nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich gerade verhindern. Der spoilt nämlich viel zu viel. Ja, warum ich jetzt mit Silent Hill anfange, obwohl ich noch Black Mirror 3 und... ich muss mal hier so ein bisschen drücken und Sailor Moon laufen habe. Momentan ist alles irgendwie ziemlich schwierig und... Ja, Real Life sackt gerade einfach. Meine Beziehung ist mehr oder weniger kaputt. Und deswegen muss ich jetzt irgendwie was spielen, was mich ein bisschen fordert, was mich gruselt und wo ich irgendwelche Viecher verkloppen kann. Und ja, keine Ahnung, was sich getan hat, bis ihr das Ganze zu sehen bekommt. Weil, kommt halt erst im November offiziell. Da werde ich eh nichts Neues aufnehmen, also muss ich bis da ein bisschen sparen. Kann ich immer nur Wimmelbilder euch hochladen im November. Ja, ich würde einfach sagen, wir legen jetzt mal los. Nicht wundern, dass hier Extra New Game steht. Das ist, weil ich das Spiel schon 5 Mal oder so durchgespielt habe. Und ja, wir machen aber ein normales Game. Und zwar Action Level Easy. Also ihr wisst, bei Silent Hill 2 bin ich auf normal locker flockig durchgekommen. Aber Teil 3 ist so schwer, da muss ich auf Easy spielen. Rätsel-Level normal, weil auf hart verstehe ich kein Wort, ehrlich nicht. Oh, Moment. Ich glaube, die letzte Option war, dass ich das Spiel auf Englisch gespielt habe. Es war nämlich zum Training. Nein, Französisch auch nicht. Deutsch. Ja, wunderbar. Blutfarbe normal. Blutmenge viel. Ich stehe irgendwie da drauf, wenn da so viel Munition ist. Munition, Blut meine ich. Munition können wir verdoppeln oder so. Machen wir aber nicht. Denn wir spielen ja auf Easy, also da kommt man auch mit wenig Munition aus, zumal man hier in diesem Spiel echt gute Melee-Weapons hat. Man braucht eigentlich gar nicht so viel Munition. So, jetzt hoffe ich mal, dass das klappt. Und dass ich hier ein normales Spiel spielen kann, weil beim zweiten Durchgang fehlt eine Szene am Anfang und das wäre doof. Wenn es nicht klappt, muss ich nochmal neu anfangen. Na, Ladebildschirm. So creepy alles. Ja, das ist unsere Hauptfigur, Heather Mason, und wir befinden uns hier im Amusement Park. Und hier können wir uns ein bisschen umsehen. Das ist doch mal ein Vergnügungspark, der es in sich hat. Ich habe immer gesagt, wenn ich jemals Millionär bin, also wirklich Millionär, nicht nur 2-3 Millionen, sondern richtig, richtig derbe viel, dann möchte ich den Lakeside Amusement Park so aufbauen. Natürlich, dass die Fahrgeschäfte alle funktionieren, aber mit blutigen Hasen als Maskottchen und nur geil, ehrlich. Eine Hasenpuppe. Nein, es ist ein Kostüm. Ist da jemand drin? Sieht so aus, aber ich habe keine Lust, es herauszufinden. Nein, Schatzi, ich auch nicht. Ich werde Heather übrigens cosplayen dieses Jahr an Halloween. Ich habe schon alles bis auf die Stiefel und die Perücke. Die liebe Nachtrose hat mir sogar ein Plüschtier genäht. Nein, nicht Robbie, sondern etwas anderes, aber das sage ich euch später. Ich will ja nicht spoilen, habe ich gesagt. So, gehen wir jetzt erstmal hier durch.
Wir haben nur dieses pringelige Messer. Wieso habe ich jetzt pringelig gesagt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was... Ach, nee. Nee, wir kämpfen nicht mit dem Messer. Das wird nichts. Kann man hier rein? Ja. Also, vom Gruselfaktor her ist Teil 3 wahrscheinlich noch ein bisschen krasser als Teil 2. Das ist ein Hasenstofftier. Aber die Story von Teil 2 gefällt mir besser. Aber das ist verschiedene Muster, bla bla, ich will nichts davon. Ja, wie gesagt, insgesamt gefällt mir Teil 2 besser, auch einfach, weil ja, Pyramid Head da drin vorkommt. Der ja nur, der beste Obermods aller Zeiten ist. Wo muss ich da genau? Kamera? Igitt, geh weg. Pfui. Oh nein, Bubu, dich meine ich nicht. Entschuldigung. Ey, da kommt mein Kater einmal in 3 Stunden an und genau in dem Moment sag ich pfui. Tut mir leid, Bubu. Oh, die hasse ich am meisten. Diese sehen aus wie Dudelsäcke und klingen wie Kreischsäcke. Oder Zahnarztbohrer. Furchtbar. So. Komm ich hier rein? Abgeschlossen. Okay. Das ist auch super. Kaum gehe ich hier durch das Tor, sind die Geräusche von den Monstern weg. Kann ich hier runter? Nein. Auf easy kann man hier auch nicht runterfallen. Auf normal könnte das passieren, aber... Da sagt sie dann immer, wenn sie zu nah an den Rand kommt. Wenn man nochmal zu nah an den Rand geht, dann fällt sie runter. Und dann schreit sie. Das ist nicht gut. Ich bin nicht gut im Steuern, wie ihr wisst. Deswegen ist easy schon ganz okay. Und diese Hunde, die von denen ihr gerade einen so an uns habt vorbeijumpen sehen, die sind unglaublich schwer zu besiegen. Und deswegen, ich habe das mal auf normal versucht. Und ich bin direkt in der ersten Welt, also 3-mal gestorben oder so. Dann habe ich gesagt, nee, wir spielen das auf easy. Komisch, bei Silent Hill 2 spiele ich gerade auf hart und bin noch nicht gestorben. Huch! Niemals über Achterbahnschienen laufen. Stimmt, Schweißbänder fehlen mir auch noch. What a nightmare. Bubu, geh mal an die Seite. Happy Burger. Ja, so ein Burger wäre jetzt auch was. Dad, it's me. Yeah. Sorry, I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, I
need to speak with you. My name is Douglas Carland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Huch, da ist jetzt gerade irgendwas runtergefallen. Ach, Klebeband nur. Okay. Boah, jetzt erschrecke ich mich auch noch selbst hier. Au, meine Fresse. Heute ist aber echt der Wurm drin. Tja, wir sind jetzt in der Damentoilette. Ist da jemand drin? Schätze, da ist jemand drin. Klopft jemand zurück? Wie krass. Was? Der seltsame alte Detektiv ist dort draußen, also gehe ich nicht. Na gut. Hier können wir dieses Zeichen, das Zeichen auf dem Spiegel. Das kommt mir so bekannt vor. Woher kenne ich das nur? Wo habe ich das schon mal gesehen? Und warum tut mir der Kopf so weh, wenn ich mich zu erinnern versuche? Hier können wir speichern, aber es wäre ein bisschen albern, jetzt schon zu speichern. Oh Gott, jetzt lädt er das auch noch alles. Okay, ich habe es erst dreimal durchgespielt. Also mit diesem Speicherstand. Ich habe es vorher schon mal durchgespielt, glaube ich. Auf meiner alten Memory Card, bevor sie eingebrochen haben und sie geklaut haben. Hier liegt jetzt nichts. Nee. Straße voller leerer Kisten, ich komme nicht durch. Die läuft ziemlich strange. Aber wisst ihr was? Mich nervt gerade was. Und zwar habe ich eingestellt, dass sie automatisch rennt. Und ich einen Knopf drücken muss, damit sie normal geht. Aber das stört mich gerade. So ist besser. Und die Musik ist ja so toll in diesem Spiel. Die ist in allen Zeilen Hillteilen toll. Na, das ist eine Hilfe. Vielleicht sollte ich drum herum gehen. Auch egal. Aber wie konnte dieses Auto hier parken? Keine Ahnung, kletter halt drauf oder so. Mensch, ist die unflexibel. Wie die Brust wackelt. Hui, wenn sie da so läuft. Ach so, ich wollte noch was nachgucken. Okay, weil es kein extra New Game ist, habe ich auch meine ganzen coolen Kostüme nicht dabei, die ich freigespielt habe. Es gibt wahnsinnig viele Kostüme hier drin. Vielleicht zeige ich euch später mal ein paar. So als Bonus oder so. Ja, jetzt sind wir hier im Personalbereich. Tür ist kaputt. Ja, ja. Wenn die Tür kaputt ist, macht sie Klick. Wenn sie abgeschlossen ist, Klick. Also, ihr werdet es sehen. Genau, das ist kaputt. Genau, das ist abgeschlossen. Ganz viele Läden. Tür ist zu.
lecker. Gute Frage. Können wir da was... Was? Es ist ein Monster. Ich hab's getötet. Bin stolz auf dich, Schatz. Patronen. Wir haben endlich eine ordentliche Waffe, weil das Messer, was sie dabei hat, das taugt gar nichts. Nicht, dass ich leider hasse, aber das hier ist die falsche Zeit und der falsche Ort. Ja, wohl wahr. Lecker. Was ist das denn? Ich kann von hier aus sehen, dass er tot ist. Dass es tot ist, vor allen Dingen. Ob ich die Polizei rufen soll? Ich würde mir sowieso nie... Die würden mir sowieso nicht glauben, wenn ich sage, jemand ist von einem Monster getötet worden. Ja, wir können auch einfach so über die Leiche drüber gehen. Auch nicht so schön. Umkleideraum brauche ich nicht reingehen. Ja, was uns hinter dieser Tür erwartet, seht ihr dann im nächsten Part.